Du wirst mir nicht entkommen. Dafür, dass du dem furchtlosen Räter Hendrik erfolgreich entwischt bist, der immer noch Jagd auf dich macht, weil er dich für den Vorboten des Verderbens hält. Eifriger Ehrensammler, für den Erhalt von mindestens 10 Errungen. Das Hochland von Onzen. Von Onzen, Alter. Die Tür gibt keine Fingerbreite nach und der Schlüsselstein scheint keinen Effekt zu haben. Okay, wir haben einen Priester hier. Aber sonst, wir reden mal mit denen. Dieser Ort wurde seit Ewigkeiten nicht gestört. Und doch seid ihr nun hier. Welch seltsamer Pfad euch wohl hierher geführt hat. Aber das geht mich nichts an. Vielleicht kann ich ja irgendwie behilflich sein. Treue Anhänger des Glaubens. Bla bla bla. Kirche, Kirche. Das da vorne ist ein Händler, oder? Oder sind Schleimetten? Ich habe euch noch nie gesehen. Nun, warum seid ihr denn hier? Spielt ja auch keine Rolle. Aber ihr braucht bestimmt Vorräte und da komme ich ins Spiel. Mal schauen, was er hat. Kupferschwert, göttlicher Dolch, Bumerang, Schuppenschild. Ehrlich gesagt, nichts Interessantes. Wo sind wir auf der Weltkarte? Umland von Galopolis? Onzen. Huch, wir sind aber ganz... Wir waren eigentlich am mittleren Kontinent und jetzt sind wir ganz am rechten Kontinent. Dann sind wir uns ja ganz schön herumgereist. So, und wir haben gute alte Schleimetten. Schleimetten erscheinen. Das sind weibliche Schleime, würde ich einfach mal behaupten, weil Schleimetten heißen nur weibliche Schleime. Kein männlicher Schleim heißt Schleimette. Wenn, dann ist er vom anderen Ufer. Schleimetten und ein Schleimtropfen. Ich weiß nicht, was wir mit Schleimtropfen machen sollen, aber vielleicht ist das irgendwas zum Schmieden oder so. Ich bin mir selbst noch nicht sicher. Ich möchte den Vogel da oben eigentlich gerne töten. Aha! Au! Das tat er sogar gar nicht mal so unweh. Komm, wir machen erstmal die Schleimette fertig, weil es einfach eine Schleimette ist. Die. Ja, da gibt es hier nicht sehr viel zum Ausplündern. Ich denke mal, wir sollten jetzt erstmal in die Stadt Onzen gehen. Mal sehen, was wir da finden. Können wir eigentlich unser Pferd rufen? Gerd, das Pferd. Nein, ist ein Schattenfell. Oh, guck mal, Lava. Oh, guck mal, ein Vulkan. Oh, guck mal, eine neue... Da ist die Stadt Onzen. Wunderschön. Ja, ich guck mir das manchmal so an wegen Thumbnails, okay? Schleimette. Ja, RPGs sind immer sehr lang. Wisst ihr, worauf ich mich freue? Ich weiß nicht... Was zum Teufel ist das da hinten? Ich weiß nicht, ob... Ne, ihr da, ne? Aber ich freue mich auf den neuen Fallout-Teil, ehrlich gesagt. Fallout 76. Der ja auch in 1,5 Monaten rauskommt, wenn ich mich nicht irre. Und das ist ja auch wieder so ein RPG-Ding und ein Online-RPG-Ding. Ja, ich weiß, Fallout Online, ja. Aber das werden wir dann zusammen mit Sandy spielen. Ist schon gespoilert, ich weiß. Das werden wir dann zusammen mit Sandy spielen und ich bin sehr gespannt drauf. Weil Fallout wollte ich sowieso schon immer mal spielen und das wird, da ist eine Laterne. Ich muss sie angreifen. Oh ne, ist nicht. Pforte des Fortgangs, Onzen. Okay, ich will das Ding da angreifen. Ich will es einfach angreifen. Es ist
Es ist... Trommelwirbel? Bongo Bongo. Den kenne ich nicht. Ich kenne keinen Bongo Bongo. Er wirkt aber sehr Bongo-mäßig. Brenn! Ich kenne noch den Wampendrachen, ja. Ach, Minako, du wirst auch dann nicht mehr beim Arzt sein. Dann ist es sowieso schon zu spät. Nein, also, denn es ist... Oh ja, auf Spyro freue ich mich auch schon. Oh Gott, das wurde ja leider verschoben auf Anfang November, aber trotzdem cool. Hier glitzert was. Ein heißen Stein. Ah, der ist so hot. Ich möchte ins Wasser, aber ich glaube, da verbrenne ich. Ich gehe trotzdem ins Wasser. Ist mir doch egal, wenn ich verbrenne. Ich will nicht verbrennen. Hallo. Warum können Charaktere eigentlich nie schwimmen? Schon wieder so ein Bongo Bongo. Okay, der macht auf jeden Fall Party hier, muss ich sagen. Also dann. Und die Schleimetten gehen ja auch voll drauf an. Mit seiner kindlichen, schwulen Art. Dann sag ihm das, dass er gehen soll. Schmilzt da hinten eigentlich ein Gletscher? Das sieht ein bisschen aus, als ob da hinten ein Gletscher schmilzt. Möchte uns das Spiel sagen, dass Klimaerwärmung real ist? Und nicht so wie Donald Trump sagt, Fake News und die Erfindung von Chinesen? Aber ich hab's gewusst. Stimmt, das hieß ja eigentlich, dass nicht alle drei Teile irgendwie kommen sollten. Ne? Ich hab da irgendwie... Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich lasse mich da überraschen bei Spyro. Ich gehe eigentlich davon aus, dass das so wie bei Crash Bandicoot ist, dass ich da alle Spyro-Teile habe. Der hat mich von hinten angreifen wollen. Der Garuda. Garuda. Garudamon. Ich kenne Garudamon. Gott. Eric hat schon wieder ganz schön großes Bubu. Jetzt nicht mehr. Oh, das ist gar kein Gletscher. Das ist ein Ameisenhügel. Das ist ein Geysir. Ein Ameisenhügel. Gott, ey, der Typ hat auch gar keine Ahnung. Aber auf Spyro freue ich mich auch schon. Das ist genauso wie Crash Bandicoot. Ich hoffe, dass das genauso episch geil wird. Ich keine Ahnung, was hier abgeht. Ja, Spyro kommt für PS4 raus. Am 3. oder 5. November, wenn ich mich nicht irre. Ich bin mir jetzt aber auch nicht so sicher. Aber in irgendeinem dieser Tage. Zumindest Anfang November kommt Spyro raus, das Remake davon. Und ich bin der Meinung, dass hoffentlich alle drei Teile, wie bei Crash Bandicoot, damit drin sind. Weil ansonsten wäre es ziemlich apparat. Jetzt los, Alter. Der eskaliert total. Und jetzt tot. Another one bites the dust. Was? Onzen? Okay, das heißt Onzen. Komm ich denn da rüber? Komm ich denn da rüber? Meine... Ist hier irgendwo ein Glitzermonster, womit wir dann wieder springen können oder so? Wir sollten erstmal nach Onzen rein, oder? Wir gehen erstmal nach Onzen rein. Spyro ist auch damals so ein Spiel gewesen. Echt am 13. November? Ich dachte Anfang November. Nee, Spyro war auch immer so ein Spiel gewesen, was ich als Kind haben wollte, aber nie mir geholt habe, weil, naja, kein Geld als Kind und so. Weißt du, da bist du ja schon ziemlich arm als Kind. Und jetzt ist, wie bei Crash Bandicoot, die Zeit gekommen, wo ich mir sowieso alles leisten kann. Und, boah, das klingt echt proletenmäßig. Aber man kann sich jetzt die Spiele leisten, die man sich holen will. Und dann kann ich das endlich durchspielen, weil ich wollte das schon immer spielen. Ich fand den Drachen immer so furchtbar
Easy. Süß. Ja, süß ist, glaube ich. Auch wenn ich ein Mann bin, sage ich, dass es ein süßer Drache ist. So, was haben wir denn hier? Müder Reisender, war euer Weg beschwerlich? Tut euch alles weh? Nur nicht verzagen. Erholt euch in der Sauna. Heiße Oase. Natürlich Rentiere bei heißen Quellen. Die sind irgendwie süß. Irgendwie finde ich die süß, die Rentiere. Ich frage mich, ob der Weihnachtsmann hier ist. Vielleicht ist Onsen in Wirklichkeit der Ort des Weihnachtsmanns. Das wäre natürlich überraschend. Ehrlich? Hübsch? Hey, das ist die Sauna, wo wir uns erholen können. Okay, das sieht eigentlich recht hübsch hier aus. Sehr japanisch angehaucht. Willkommen zurück, Anneliese. Gerade rechtzeitig. Wir sind in Onsen. Ich trinke mal was. Civilization at last. And I think it's safe to say we're not being followed anymore. For now, at least. Wäre ich damit nicht so sicher. Two travelers come. Their timing is auspicious as the day's new dawn. Sieht ja fast so aus wie der Typ, der... Wie Dietrich. My bathhouse awaits. Savor its steamy embrace, as frogs do spring rain. Rejoice, honored guests, for to mark this happy day, you may sweat for free. Hallo, Marky-Man. Oder Mega-Man. Mega-Man ist... Hatte ich damals auf Game Boy. We're kind of busy to be sweating. Thanks. Appreciate the offer, though. Too busy to bathe? Too busy to wash away the scent of the road? Huh? Ich glaube, wir stinken, oder? Okay, maybe I'm not at my freshest. Fine, I'll visit your bathhouse if it means that much to you. Might as well go sweat off the journey while we have the chance. I'll see you in there, okay? Ja, baden gehen. The winds bring a guest. Joyfully I shall guide him to where bliss awaits. Nein, bitte nicht spoilern, Mage Man. Warum vermute ich jetzt schon wieder was Böses? Onsen! Ich liebe das Wort Onsen. Ganz ehrlich, wenn ich später eine Tochter habe, die heißt Onsen. Der Fuß des Ochi sieht so selten Besucher wie der Sommerschnee. Euer Gefährte genießt den Dampf der Sauna jenseits der Steige. Da ist die Kirche. Wir gucken uns natürlich, wir sind in Onsen angekommen. Und wir gucken uns natürlich erstmal überall um. Viel Spaß auf Arbeit, Markus. Lass dich nicht zu sehr ärgern, arbeite nicht zu hart, arbeite so wie ich. Wenig. Natürlich habe ich richtig ausgesprochen, hä? Minako, was... Minako, du bist sehr überrascht von mir, ne? Ich finde das Schild mit dem roten Punkt völlig geflasht. Ich spreche den Namen richtig aus, völlig geflasht. Minako, du musst ein bisschen mehr an mich glauben. Oh, guck mal, eine Schatztruhe. Scheiß Bambus. Ich komme da nicht hoch. Warum sind die Brunnen immer abgedeckt? Das ist voll deprimierend. Geht's hier rein. So, Kleider. Oh, da ist ein Buchregal-Ding. Geil, 100 Gold. Ja, aber die große Gefahr, glaube ich, kommt ja schon... War ja, glaube ich, schon da. Und wir sind ja eigentlich nur dazu da, um dieser Gefahr entgegenzutreten.
Und ich glaube, wir bringen einfach Veränderungen der Machtverhältnisse in diesem Land. Und deswegen hat der König nämlich Angst vor uns. Weil wir nämlich die Machtverhältnisse eventuell verändern könnten. Und er in seiner Macht stehend, dann nicht mehr so mächtig ist. Hallo Marek. So, hier steht ein Buch mit dem Titel Das Tagebuch von Tetsu, dem Schmied. Keis nimmt es aus dem Regal und blättert darin. Teil 1. Geburt eines Traums. Tetsu heiße ich. Ich bin nun 48 und Schmied von Beruf. Des Morgens sah ich eine herrliche Münze. Große Handwerkskunst. Nach langem Fragen erfuhr ich ihren Namen. Mini-Medaille. Ich muss fortgehen, den Münzenmacher finden und von ihnen lernen. Keine Angst, Mutter. Als Held will ich heimkehren. Als ein Meisterschmied. Toll, Mini-Medaillen, ja. Toll, Sammelobjekte. War da was drunter? Ne, irgendwie hatte ich Fantasien, dass da drunter was lag. So, wir wollen noch zu der Kiste, die ich mir gemerkt habe, um einfach Minako nochmal zu schocken. Eine Mini-Medaille. Oh Gott. So ein Glück. Ich steck sie dankbar in die Tasche. Oh. Mini-Medaillen sammeln. Oh Mann. Damals mit Lösungsbuch und heute ohne. Das wär ja was. Okay, du bist klein. Das muss da auch mal gesagt werden, ne? Entschuldigung, ich habe immer noch Husten. Ich bin immer noch nicht auskuriert und ich bin immer irgendwie krank und ich weiß auch nicht. Das dauert bei mir mal ewig. Alter, ist das eine fette Katze. Alter, die ist voll dick. Es tut mir wirklich leid für die Katze, aber sie ist dick. Ich möchte mit ihr nichts zu tun haben. Minako, ich werde Dark Souls rocken. Ich sag dir, null Tode. Wir stehen zwar derzeit vor dem Endboss da, den Boss, nicht Endboss. Warum haben die Läden heutzutage nichts mehr? Was ist das denn? Sieht aus wie ein Kuchen. Ist wie Kuchen. Ich geh jetzt Kuchen kaufen. Ciao, ich geh Kuchen kaufen. Also derzeit habe ich das Gefühl, dass wir nicht unterlevelt sind, Mageman, weil derzeit wir alles quasi one-hitten. Aber vielleicht liegt das einfach an meinem grandiosen Skill. Das kann natürlich auch sein, dass mein grandioser Skill dann natürlich wieder reinruppt. Verlaufen. Also bitte, Minako. Hast du schon mal jemals gesehen, dass ich mich verlaufen habe? In der letzten halben Stunde. Ein einfaches Gewand. Nichts. Manu, ich will Bücherregale finden. Ich weiß gar nicht, welches Level sind wir eigentlich. Wir sind Level 11. Level 11 ist doch gut. Ich finde Level 11 gut. Hallöchen. Nein, ich möchte jetzt nicht bei dir schlafen. Muss ich dir nachher nur Frühstück machen? Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Den weiblichen Char hätte ich ganz klassisch Sandy genannt. Den hätte ich echt Sandy genannt. Aber da es hier ja keinen weiblichen Char gibt, gibt es auch keine Sandy. Also existiert keine Sandy, also darf ich auch andere Frauen anbaggern. Was ist denn hier los? Boah, ich brenn's wohl. Im Schein des Feuers, der Hammer schlägt das Eisen. Das Leben des Schmieds. Die Kunst der Väter, aus der dieses Dorf erwuchs. Stolze Tradition. Eisenerz muss her. Die Berge sind durchzogen von seinen Adern. Helft bei der Suche. Bringt uns das begehrte Erz. Ihr werdet belohnt. Klar. Nehme ich an. Ich habe ja sogar, glaube ich, Eisenerz. Ha, so ist es recht. Gesprochen wie ein Bergmann. Ein Herz stark wie Stahl.
So denn, suchet das Erz. Schaut nach Kristallen im Stein. Dort winkt der Erfolg. Findet die Adern. Lasst Hämmerschläge regnen. Der Lohn ist das Erz. Der Erde Reichtum erwartet weh westlich von hier. Bringt mir, was ihr schürft. Case nimmt, ja, Flecken, die verlocken, funkelnd an. Hallo, Pit Mix. Sucht das Eisenerz, erkennt Funkeln und so, und ihr Eisenerz und... Okay, wir haben das Eisenerz doch noch nicht. Wir haben scheinbar noch kein Eisenerz dabei. Aber wir finden Eisenerz. Da bin ich ganz zuversichtlich, dass wir Eisenerz finden. Denn... Beinahe dran vorbeigelaufen. Dann hätten wir niemals Kupfererz gefunden. Und ein Lampenlicht. Was zum Teufel soll ich mit einem Lampenlicht? Ja, der Hund heißt Sandy. Also Bella heißt Sandy im Englischen. Aber im Deutschen heißt sie Bella. Das machen wir kaputt. Was macht ihr? Okay, Zwillinge. Gruselig. Ja, ich finde Zwillinge wirklich gruselig. Zwillinge sind gruselig, okay? Warte mal, da ist doch noch... Waren wir da schon? Bin ich ein bisschen verwirrt. Nee, da waren wir noch nicht. Und hier hinten ist auch noch nichts. Was ist los, Obi? So, wir gehen nachher noch ins Badehaus, ne? Das hier ist ja nicht das Badehaus. Das sieht aus wie das Bürgermeisterhaus. Weil er wieder halt protzig und proletisch ganz oben wohnt. Ach, Lampenlicht ist für die Schmiede. Okay. Oder eine Bürgermeisterin. Hallo. Warum kenne ich dich? Ich heiße Minako. Ich bin das Dorfoberhaupt und hüte den Schrein. Es gibt hier nicht viel. Nur heiße Quellen und Stahl. Doch es ist friedlich. Ah, Minako ist Dorfoberhaupt in Onsen. Hm. Schön. Glückwunsch, Minako. Hättest mir ja vorher sagen können, aber... Springt irgendwas für mich? Ich möchte da rein, Omi. Ryu ist unser Held. Er gab sein junges Leben, um uns zu retten. Ihr dürft nicht hinein. Die Mutter trauert alleine. Ihr Schmerz... Trauert allein. Ihr Schmerz ungeteilt. Okay, es ist also jemand gestorben. Die heißt nicht Miko. Das ist nur der Kurzname für dich. So, irgendjemand ist tot. Nein, ich wollte nicht auf die Ratte treten. Gott. Das könnte unser Papsi sein. Ohne jetzt zu spoilern. Ich sag's ja einfach nur, dass es unser Papsi sein könnte. Könnte das... Nein, die sahen anders aus. Wobei der schon ein bisschen süß aussieht. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal ins Badehaus zu Eric und wollen einfach mal sehen, wie er nackig aussieht, wa? Wir nehmen ein bisschen Gras mit. Okay, was macht die? Oh, wir können die Frau beobachten. Okay, es ist ein Kinderspiel. Oh Gott, Junge. Wirklich? Ich wusste doch, Minako, dass du das bist. Ich wusste doch, dass du das bist. So, Badehaus. Oh. Badehaus. How dare you? To treat a lady? Didn't your mother teach you any manners? Your words grate my ears. A good child should be silent and stay out of baths. I told you I need
to speak to the owner. It's important. He might know where my little sister is. A child in a bar is like a fish in a tree. You must search elsewhere. Oh, fine. If you're going to be a complete pighead about it, I'll go and ask the guards by the gate instead. Dieses kleine Mädchen da, ne? Das ist schon ganz schön tapfer. Es hat sich in uns verliebt. Hm? Ooh, what do we have here? Well, are you going to tell me your name or not? Verrätst du mir deinen Namen oder nicht? Na klar. Hm, could be worse, I suppose. Was willst du denn damit jetzt sagen? Pass mal lieber auf, du. Listen, you and I need to talk, but my little sister is missing, so I have to go and find her first. I never thought I'd finally meet you in a place like this. It's funny how things work out. Kennen wir uns? Ich hätte nie gedacht, dass ich dir an so einem Ort begegnen würde. Kennen wir uns? Ich bin verwirrt. Kennen wir die? Die ist aber schnell die Treppe runtergekommen. Voraussichtlich gefallen. Hey Typ. Die Jugend von heute. Kinder dürfen hier nicht rein. Ist nichts mehr heilig. Du wirst nicht bedient. Geh in der Sauna schwitzen. Lass uns in Frieden. Was sind denn die so unfreundlich? Ich geh da jetzt einfach rein. Was hast du da vorne, Arschloch? Darf ich natürlich nicht sagen. Vielleicht ist sie ja sogar schon erwachsen, Minako. Hi. Und ich weiß nicht, ob ich wirklich mit allen Charakteren reden möchte, weil ich glaube, das würde auch ein bisschen den Rahmen sprengen. Was, wieso ich stumm bin? Eine Mission. In Hochzeiten naht. Mein Sohn wird sich vermählen, doch fehlt ihm ein Ring. Golderz habe ich. Doch, ach, mir fehlt das Talent, den Ring zu schmieden. Oh, aber sag mir, diese pfiffige Schmiede, gehört sie wohl euch? Ich muss euch bitten, schmiedet meinen Sohn den Ring. Prächtig soll er sein. Hier wurde soeben eine Mission... Können wir ein Gold... Habe ich ein Talent für Goldring? Welch freudiger Tag. Öffne diese Schatztruhe. Nehmt ihren Inhalt. Ach, und noch etwas. Nehmt diesen Foliant und studiert ihn gut. Case hatte eine Anleitung mit dem Titel 24 karätige Klasse. Er liest sie durch und wir können jetzt, einen Goldring herstellen. Lest die Anleitung, beschafft das Material, schmiedet den Goldring. Und falls ihr scheitert, nutzt die Kraft einer Perle und beginnt erneut. Schmiedet mir den Ring, behaltet ihn für euch, denn mein Sohn braucht ihn. Behalte ihn nicht für euch, denn mein Sohn braucht ihn. Ich flehe euch an, erfüllt den Traum meines Sohnes mit einem Goldring. Na klar, wir können doch auch schmieden. Wir sind doch Schmiedeprofi. Ich klaue dann erstmal dein Zeug hier aus der Truhe. 2 Klumpen Golderz. Gold. Das sollte ja kein Problem sein. Dafür müssen wir nur zu einem Lagerplatz wieder. Wir können das ja leider nicht hier innerorts machen, sondern nur außerorts.